Chirurgischer Schlag. Steht, wenn du auf einen Helden gehst, steht da theoretisch doch was von Beförderung? Du hast im Schnitt in jeder Schacht einen getötet. Mhm. Ich würde. Ja, ich würde sagen, wir machen das auch. Das war eine schöne Aufgabe bei dir. Mhm. Ach ja. Viel kommt nicht mehr. Nur ich werde Neutrokland auf dem normalen Weg machen. Oha, bin ich gespannt. Mit dem zweiten Durchgang mache ich den Trick. Ja. Chirurgischer Schlag. Ihr Trupp wurde ausgewählt, um einen der berüchtigten Kommandeure des Gegners zu eliminieren und so die Moral des Feindes zu brechen. Beenden Sie seine Laufbahn mit einem Knall! Ist schon Silvester? Ich würde an deiner Stelle. Dann scheint. Ich würde. Mach, sag. Dann sag. Hä? Ja, ich würde auf das Geschütz als erstes fliegen. Also das, was oben steht. Und von dort aus dann den Bunker abballern. Aber das musst du natürlich. Dann scheiden sie ihre Leibwächter aus. Ja, wir erwarten Heldentaten. Das Ende ist in Sicht. Ich weiß, was du meinst. Da sofort rein. Ja, nee, ist klar. Ja, oben drauf fliegen. Da hätte ich mich draufgestellt, weil dann ist der verwirrt und kommt raus. Und dann würde ich auf den Unterstand schießen. Weißt du, wie ich das mache? Ich gehe da rein. Kannst du auch. Schaffst du aber zeitlich nicht mehr. Du triffst du deine eigenen Leute, ne? So, Delph treffe ich nicht. Ein Schwein gehabt. Ha. Du meinst den Scout hier, ne? Mhm. Der schießt nämlich dann auf das Ding. Mhm. Jetzt müssen wir aber ganz schnell was erledigen. Ring frei. Ja, ich weiß, den Bunker. Ich bin euer Angstgegner. Da brauchst du das weiß ich auch. Gut. Hat nicht gereicht. Ne. Ja, du hast am Anfang jetzt nicht mit Geschütz drauf schießen sollen. Das hat nicht viel abgezogen. Der geht in der Regel raus, genau. Warum auch immer. Der hat keinen Bock. Nimmt den Raketenwerfer und... Ich weiß noch, bei dem ist das so, ich komme mit den Geschützen eigentlich nicht klar wegen den Waffen, weil ich nicht weiß, wie weit die gehen. Ja, das ist auch mein Problem. Das war dein Problem. Mhm. Boah, der war gut. Cluster. Ich vor. Und gleich kommt er da raus, das ist ein Problem. Nee, wegen zwei, ey. Und BAM! Alter! Fast 150! Krass! Krasse Scheiße. Der hatte, glaube ich, keine volle Energie, doch, oder? Doch, 150 hat der am Anfang. Ja? Vorsicht, bitte! Es hätte mich gewundert, wenn die das treffen. So, jetzt kannst du ihn töten. Könnte man nicht auch diskutieren? Zum Glück ist er als letztes dran. Au, Schweinehunde. Mhm. Ich dachte eben, der wäre schon dran, aber hast Glück gehabt. Ein kleines Zeichen meiner Anerkennung. Da ist der Erste. Gute Soldaten verdienen eine Belohnung. Gut so. Den Rest schaffst du auch noch. Der wird weiter drauf schießen. Okay. Und vorwärts! Ja, halt. Nein! Was geht? Na. Ah. Da kann sich ja jeder von den beiden eine Kiste schnappen, das ist ja nicht das Problem. Ja. Ja. Ab in den Turm. Ja, lieber rechtzeitig abspringen, das tötet sich das doch selbst. Das machen die KI komischerweise, wenn sie den Luftschlag da hinten einsammeln. Nimm die Kiste noch vorher mit. Brauche ich nicht. Boah, das wird voll krass, Alter. Boing. Du.
Das kann eigentlich nicht so viel Damage machen, ey. Metall gegen Pistolenkugel. Oh, wie geil, ey. Na, ja, was hat er jetzt für einen Auftrag? Den da unten zu treffen. Das wird bestimmt knapp, ne? Könntest du auch den Luftschlag nehmen. Schluss mit lustig, Kerlchen. Ja, es wird reichen. Man muss ja auch hier schnell sein. Wir müssen dazu sagen, gekommen, zwei Kampfkeiler noch. Die hast du auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Das passt schon, Sir. Nee. Weiter so. Und dann habe ich sie ja doch die getötet. Schwächlinge können einpacken. Ich glaube, hier habe ich drei Versuche gebraucht. Was denn? Vor der Tea Time? Und das oh, ist der er trifft Abpfiff. Sogar. Bin begeistert. Ja, den müssen wir auch noch holen, stimmt. Das hab ich vergessen. Mhm. Ich mag das Geräusch. Ich wäre auf den anderen gegangen, dann wäre er gleich mit tot. Der ist ja schon tot. Den meinst du einen Schützen, oder? Ja, ja, ich dachte ja. Egal. Oh, ich hab immer noch mit DFG auf den, aber. Ach, der ist ja auch noch aber da. Der, das ist ja. Kindergärtchen der Arti da. Schweine? Jetzt kannst du dir eine Medizinkiste holen, dann kannst du Arti runterbomben. Der ist auch krank, ne? Ich hab hier so das Problem, dass ich grundsätzlich da kurz vor der Kiste runterrutsche, ne? Ich weiß nicht warum. Wo willst du denn hin? Den Luftschlag holen? Ja. Und mehr auch nicht, wahrscheinlich. Ne, das mehr schaffst du derzeit nicht. Darfst du doch lenken? Ja, ich darf lenken. Wenn die Zeit abgelaufen ist? Ja, das ist das Schöne. Bin ich überhaupt mit meinen Schatten da? Ja, pass. Dreimal, ist voll übertrieben. Und die liegt da einfach mal so rum, die Kiste. Gerade hat er noch getroffen, den Gentleman, und diesmal nicht. So, jetzt kann der sich um Arti kümmern. Arti war nicht artig. Genau. Das sind doch nur 20, ne? Ja, Hauptsache deine Erkältung ist weg. Gimme, Gon, Feuer. Feuer. Das rutscht ja nicht mal runter, der Arsch. Ja, und er ist tot. Naja, aber ich mag das so gerne, wenn die runterrutscht. Ich muss die zwei Geschütze noch kaputt machen. Ja. Aber eins versucht er ja schon. Wenn er mich trifft. Oh! Er hat keinen Bock mehr. Das ist auch selten, dass der zweite rausgeht. Ich auch. Rein. Nicht der schon. Wahrscheinlich nimmt er jetzt eine Pistole und schießt die Suchrakete. Nee, ja, ein Jetpack ist da nur drin, okay. Kann er auch nicht viel mit anfangen. Ja, mach mal. War ja auch gerade gesagt, ich glaube, der kommt gar nicht so hoch. Was? Ja, genau, geh mal lieber da drauf. Den kriegst du gleich mit Luftschlag tot. Den Typen. Ey, ist sich voll klar. Ich kann auch nicht ziehen. Ja, ich weiß nicht absolut, genau die Hälfte. Genau die Hälfte. Teil, wie weit schießt. Jetzt geht er wieder rein, pass auf. Ich verstehe den Sinn nicht. Da gibt's auch keinen, glaube ich. 106. Oh, jetzt kommt er wieder raus. Der hat doch auch eine Alge geraucht. Tja, mein gutes Tor. Ja, nee, ist klar.
Luftschlag. Ja, wann treffe ich den? Das ist das Problem. Dann mach Bazooka ganz normal auf dem Ding. Davon geht er nicht tot. In volle Kanne. Ja, nicht zu flach. Das ist zu flach. Ne, mal hoch. Höher, höher. Und ab geht die Boss. Ich hätte höher gemacht. Okay. Gereicht. Ich hätte. Ich habe die Kinder schon wieder rein. Ich weiß nicht, warum du solche Probleme bei der Mission hattest. Ich habe nur Probleme, diese Kackdinger kaputt zu machen. Ja, komm, schieß doch! Jetzt kommt er wieder mit einer Bazooka oder mit einem Wissen. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Ring frei! Oh, Alex! Der ist ja auch noch da. Könntest mal langsam anfangen, ihn zu schwächen. Ja, so ein bisschen. Trifft sogar gut. Er trifft sogar beides. Gute Soldaten verdienen eine Belohnung. Ach du Scheiße, das Ding ist ja da oben. Ja, du hast da noch einen stehen. Nee, hab ich nicht mehr. Ich brauch einen dort. Ach, ist ja. Ja, ja. Der Held. Der gerade eben geschossen hat. Ja, oder hier dieses. Wie heißt das? Die andere da kannst du auch noch benutzen. Im Notfall, wenn du keinen Jetpack hast. Ja, genau. Fallschirm, ja. Aber den du gerade hattest, der Alex, der hat noch einen Jetpack. Hä? Ich mir an der Ehre! Muss man nicht machen. Nee. So, jetzt geh auf das andere Geschütz. Wo mein eigener Mann drin ist. Ja, mach Sniper. Musst du ja eh machen. Nützt ja nichts. Ich würde das cool finden, wenn da irgendwie mal so ein Spruch kommen würde von den eigenen Schweinen, du Verräter oder so. Ah, die Jagd beginnt. Das ist so geil. Ich auch, weil die geht einmal rum. Himmelfahrtskommando. Hier als Belohnung. Wo ist jetzt der zweite? Ja. Ach, ich hab der ja ist oben vorne noch rein. Vorsprung. Jetzt meine ich doch. So, einmal. Jetpack hat er auch noch gehabt. Alles gut. Zweimal. Ja, hier vorne ist der Jetpack. Das. Achso, es könnte. Ja, super. Ich wollte gerade sagen, jetzt könntest du ihn töten, aber das darfst du jetzt nicht. Ich hab gedacht, das wäre ganz breit, die Stelle. Aber komm, dann hättest du die Kampfkleider gespart. Hättest du jetzt eingesammelt und getötet. Ja, toll. Oh, nee. Nichts zu sagen. Jetzt wird's noch unnötig. Ja, eigentlich schon. Zu Glück da unten. Wäre jetzt geil, wenn der Ort weggebombt wäre. Hi, Kollege. Du kannst es immer noch schaffen. Hast du ein Jetpack? Nein. Ich weiß nicht, wann die Kampfgeiler kommen, du. Ja, wahrscheinlich gleich. Was machst du jetzt? Ich glaube, die kommen immer noch nicht. Nee. Solange er nicht auf... Ja, alles in Ordnung. Ja, solange er nicht auf dich da hinten in der Ecke geht. Mhm. Wer sagt's denn? Nein! Ja, schön, ne? Und wer kriegt wieder die Arschkarte? Hol dir den Orden. Guck mal, hättest du das jetzt eben noch hingekriegt, ne? Ja. Luftschlag. Jetzt musst du aufpassen, wo deine sind. Ah, die kriegst du beide. Nee, nicht tot, aber. Mach doch beide. Geh auf beide. Ich würde eigentlich in die Mine reinhauen. Ja, genau. ich mach mal ein Game mit dem Schlag. Boing. Aber hoffen, dass die jetzt nicht auf die beiden in die Ecke gehen. Das sieht ja drin wieder aus. Das könnte dein Tod sein. Glaube ich nicht.
65? Ich glaube, irgendwas mit... Auf jeden Fall über 50. Das habe ich noch gelesen. Und das ist der Angriff. So, jetzt mach was. Ich glaube, dann bist du gleich tot. Ja, nicht auf den. Dann stirbst du. Nicht auf den, dann stirbst du. Ja klar, wenn du den triffst, dann bist du auch tot. Ja, der ist zu kurz. Bitte geh auf den richtigen. Jetzt, nee, jetzt kommt dein Tod. Dann rast dich hier endgültig aus, ey. Es wird aber so sein. Ey, es gibt's doch nicht. Ja, ich sagte das ja, ne? Das gibt es echt nicht, ey. Nur... Ah! Du hättest es gleich erledigen müssen, vor den Kampfkeilern. Ja, so, jetzt Speedrun. Ich hätte das Geschütz... Scheiße auf das blöde Geschütz, ey! Der Held soll sterben. Nee, der hat nur 100 am Anfang, kann das sein? Ja, sag ich ja, der hat keine Vollenergie gehabt, der Held. Vor allem das Problem ist, du brauchst so lange für diese scheiß zwei Geschütze. Mhm. Deswegen fliege ich ja aber schon mit einem da rein, damit die das auch beballern. Die haben angefangen, oder? Ring frei. Ich bin euer Angstgegner. Das reicht nicht. Nee, leider. So, bitte nach rechts. Meinst du nicht links? Jetzt kommt der nicht raus, ey. Was ist denn das, ey? Feuer! Hol dir erst eine Kiste nicht, aber töte ihn einfach. Und tschüss, du Held. Hey, mach mal halblang! Das gibt es einfach nicht. Du bist ein Vorbild für deine Kameraden. Das ärgert mich gerade ein bisschen, ne? Aber richtig ärgert mich das. Gut so. Den Rest schaffst du auch noch. Nur weil du unter diesen blöden Abgrund bist. Der Sieg war eigentlich schon dein. Der Sieg war mein. Bis er schon immer die zwei Kampfgeier los reinzuholen. Ey, das wurmt mich jetzt richtig, ey. Ganz ehrlich. Er trifft so, du... Ah! Was liegt denn an? Was liegt denn an? Als wäre nichts gewesen. Ja, aber echt. So, der holt sich jetzt schöne Waffen. Du kannst auch noch benutzen, wenn du gut bist. Wollt's aussetzen? Ruf da. Jetzt benutze ich die Luftschläge für was anderes. Ja, du hast ja genug davon. Ich geb mir Mühe. Was geht? Ja. Willst du den da oben? Nee, den will ich nicht drauf. Da unten! Ich will da so. Unten! Schade. Das trifft auch noch. Alex, guckst du verwundert. Das trifft! Ja, hätte ich nicht gedacht, dass du mit der Clustergranate da ankommst. Dass ich ankomme oder dass ich treffe? Ja, versteckt euch! Ja, beides. Und wer kriegt wieder die Arschkarte? So, Luftschlag. Sind die beide noch in dem Geschütz drin? Ja, ne? Der soll mal rauskommen, der Penner. Mach nicht direkt drauf. Ja, aber besser triffst du auch, glaube ich. Versetzt. Oder?
Doch, du hast ja vorhin nur einen. So, mach mal. Du hast ja vorhin nur einen einzigen getroffen. So triffst du von beiden Seiten. Bin ich jetzt mal gespannt. 49 gegen. Ja, mehr. Ja, ist ja logisch. Kommt, ihr feigen Ratten, war raus da, danke. Na endlich, guck, das ist gut, das ist der, der jetzt mehr hat, da kannst du reingehen. Das passt. Der holt sich, wenn der schlau ist, eine Suchrakete. Ansonsten macht er gar nichts. Ja, das ist ein Jetpack. Das bringt es voll. Und das ist der Angriff. Und rein ist Geschütz. Flieg, Bündschweinchen, flieg! Spider-Schwein. Oh, das war schon fast knapp. Rein, und dann kannst du doch schnell was machen. Bomb den Penner weg da vor dir. Ihr seid deklassiert. Yo! Der hat gut getroffen. Oh, shocking. Weiter weg so. Da, ey. Die Schwächlinge können einpacken. Komm, du mal raus aus deinem blöden Ding, ey. Jetzt hast du keinen mehr. Ja, deswegen hättest du dich am Anfang gleich da rein. Oh, ich bin an der Ehre. Kiste holen. Du könntest dich jetzt auf das Geschütz stellen. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. Oder ballerst du noch mal nach unten oder so. Für Speck und Eberjan. Ja, richtig. Genau. Bitte, bitte, bitte. Ja, genau, mit der Waffe. Danke. Hm, die zieht ordentlich... Nee, passt. Das ist viel zu weit, oder? Ja. Ach so. Aber die zielt gut ab. Luftschlag, genau. Aufs Geschütz. Da ist es fast weg. Schwimm bin ich immer noch, ey. Ja, ich glaub, das ist. Merkt das auch. Du bist nämlich sehr, sehr schweigsam geworden. Was man von mir gar nicht gewohnt ist. Richtig. Aber vielleicht klappt es ja diesmal. Was wird Ihnen Beine machen? Ich muss ja schon Schokolade essen, ey. Ja, hau um rein. Mich abzureagieren. Was liegt an? Ey, ist sich voll klar. Haut drauf! Jetzt hat er keinen Bock mehr. Und nimm die Suchrakete, ist mir egal. Ja, er kann auch mit aufs Geschütz schießen. Und das macht er sogar. Ich auch. Freue mich. Nur er trifft nicht. Einmal Platte putzen! Doch, doch, das passt. Ja, nee, ist klar. Geh lieber aufs Geschütz. Schluss mit lustig, Kerlchen. Da, du schießt auf die hier vorne. Bisschen zu kurz. Aber es ist kaputt. Dich, getroffen. Dicken, oh, das hatte nur noch 11. So. So, Scout. Ja, jetzt musst du. Wo ist der Ort gelandet? Ach, da. Ich wollte gerade sagen. Wurde gar nicht animiert, oder? Normalerweise zeigen sie das doch immer so schön. Kann der Gegner eigentlich aus Versehen einen Orden einsammeln? Ich glaube ja. Wenn er jetzt zum Beispiel hier runterrutschen würde und er rutscht in den Orden rein, ist er dann weg? Das wäre ja wie geil. So was ist mir, glaube ich, noch nicht passiert. Das müsste eigentlich auch noch mal als Feld passieren.
Vielleicht kommt das ja in der zweiten Runde. Tja, was tun wir? Erstmal auf das Geschütz gehen. Du wirst gar nicht. Ja, es muss ja kaputt. Nee, da wird doch keiner was spüren, weil das Geschütz das spürt. Guck mal, ist endlich jemand ins. Jetzt geht er da rein. Das ist ja ganz gut, du machst so zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich mach gleich fünf Fliegen mit einer Klappe hier. So viel Schweine. Orden, sind da gar Orden, nicht mehr. Orden? Schweingeschütz. Okay. Mm-mm. Neues Nasenloch. Das ist Gas, oder? Gas? Was war das? Nee. Weiß ich nicht. Scheiße, war das. Oh, das Geschütz hat nicht mehr viel. Mach einen Sniper drauf. Das ist schon fast wieder ganz schön knapp. Perfekt! Aber du hast den. Oh! Boah, war das knapp. Heil dich lieber. Mach Medizin nach oben, der hat eh nicht mehr viel. Und ist erkältet. Hm, deswegen. Kommt der noch runter? Ich habe nur weiße Punkte gesehen. Das ist gut. So, jetzt mach das Geschütz platt und dann stell dich am besten gleich dahin, wo der Orden kommt. Wohl kannst du gar nicht. Das lohnt sich doch gar nicht. Ja, du noch 9. Nein, nicht auf den. Nicht, nee, 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 nee. Mach das Geschütz. Ich gerade sag, das lohnt sich nicht. Ja, aber ja, ich meine nicht mit einem Luftschlag, aber gut, dann mach einfach. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht die anderen zuerst töten, weil du kriegst den Orden. Oh Mann. Du musst ja den zuerst platt machen. Weil der ist jetzt ja wahrscheinlich tot. Oder? Wo ist der Orden? Der ist ganz oben. Wir sehen aber auf der Karte nicht. Ja, irgendwie ist das ein bisschen verbuggt gerade. Was geht? Das war geil. Geh einfach mal hin auf Blauen Dunst. Ach nee, der ist da, auf der anderen Seite. Da drüber. Den hast du ja schon da oben geholt. Wann? Vorhin. Der Held steht auch schon in der Ecke. Da, wo der Held in der Ecke steht, genau da ist der Orden hingefallen. Wahrscheinlich hat er den direkt eingesammelt. Dann hab ich jetzt alle drei, ne? Ja, mehr kommen nicht. Jetzt musst du doch beide töten. Du sagst bereit, wenn dein Herz langsam den Herzinfarkt bekommen hast. Ja, bald, ja? Bald ist es soweit. Also zwei Züge brauchst du noch. Und dann kriegst du alles tot. Na, hab ich jetzt länger gebraucht? Nein. Anscheinend. Wer kriegt wieder die Arschkarte? Komm, Luftschlag. Ach, er hat keinen mehr. Ausgerechnet, jetzt hat er keinen mehr. Aber guck mal, genau da, wo du jetzt stehst, ist der Orden hingefallen. Von daher passt das schon. Wo schießt du denn hin? Jo, und ab geht die Post. Schießt du auf dein eigenes Schwein? Nee, da hinten war einer. Da war der Schütze noch. Der da. Okay. Aber hab ich echt länger gebraucht? Was muss? Ja, muss ja. Nächstes Mal war er cleverer. Und das ist der Anpfiff. Hakt das bei dir auch? Was meinst du mit Haken? Ja, ein bisschen, warum aber auch immer. Achso. Ja gut, habe ich ihn auch gesehen. Das ist wunderbar. Ich dachte, das wäre von Übertragung, oder war das bei dir? Okay. Ja, ja. Der hat aber noch einen Luftschlag jetzt, ne? Dann mach die mal platt, die Kampfkeiler. Schon mittig. Weg mit dem Scheiß. Das gibt es nicht. Da müssen dann sind wir nächstes Mal noch drei Missionen. Ja, drei mit Neutrokland. Ach ja, richtig. Da kommt ja noch dieses eine Wüstenlevel, wo man den Brückentrick machen kann. Könnt ihr mal aufhören mit einer scheiß TNT? Oh, der hat er noch. Der wird doch noch ein zweites überleben. Eben. Es sei denn, der bombt dich aus dem Bildschirm. Oh, das wäre jetzt fies gewesen, ey. Luftschlag hast du nicht.
Ja. Attacke! Ja. War gar nicht schlecht. Nee, du wolltest aber ja auch treffen, wenn du ehrlich bist, oder? Ich wollte schon Sissi treffen. Ja? Ja. Weil von der geht der größere Gefahr aus. Ja, natürlich. TNT. Ja, eben. Der hat noch ein TNT. Ja. Macht er jetzt auch. Hä? Ich, ich warne dich. Oh, Alter, hast du ein Glück. Du musst da weg. Ja? Heil den. Ist besser. Die haben ja eh beide jetzt kein TNT mehr, aber du musst den heilen, das ist ganz wichtig. Auch wenn du jetzt da... Ey, da sind noch vier Gegner! Scheiß was drauf. Mein Gott. Der liebe Arti, ey. Die ist gar nicht so einfach, ne? Denn diesmal kam so aus diesem scheiß Geschütz ja auch nicht raus, falls du dich erinnerst. Hm. Hast du? Der kann noch. Ja. Der kann runter. Döner, beide, tschüss. Die stehen beide nebeneinander. Ja, fast. Wie viel haben die denn noch? Er geht auf den linken, den 60er. Und bombt den so ein bisschen in die. Aber ist egal. Ja, bomb ihn einfach. Einfach drauf. Du bist doch nicht da ran. Fängst du auch schon an mit dem PC. Gott sei Dank, die Sissi ist tot. Ich wusste früher gar nicht, dass es hier noch zwei Kampfgeiler gibt. Wir werden ihnen die Ringelschwänze gerade ziehen. Yippie-fi. Was hat der jetzt vor? Der hat kein Dynamit. Nö, der wird Huf oder so machen, oder Messer. Nö. Warum gibt's eigentlich einmal das Messer und einmal den Huf? Wahrscheinlich nur, damit sie für unterschiedliche Dienstgrade unterschiedliche Waffen haben. Bajonett ist ja auch so ein Kram. So, du machst Arti tot. Oder auch nicht. Du musst weiter. Ja, der ist aber die geringste Gefahr. Vom Arti geht die geringste Gefahr aus. Wo ist der Kampfkeiler? Links, da. Nee, das ist unser. Weiter rechts müsste der stehen. Bisschen übertrieben, ne? Die haben auch vorhin übertrieben, zweimal Düner. So. Oh, da geht genau. Ey, oh, das wäre jetzt geil gewesen, wäre der jetzt gegen seinen anderen gerutscht. Bravo! Gegen dich und deine Jungs haben sie keine Chance. So, jetzt hast du noch zwei Schweine. Wenn du dich jetzt gut anstellst, dann schaffen wir das richtig pünktlich bis um 10. Das ist toll gemacht. Das heißt geplant. Ja, ja, deswegen hast du auch eben einen kleinen Schell hingelegt, ne? Mhm. Oh nee, das wäre jetzt übel, wenn der jetzt ins Minenfeld gerutscht, ey. So, jetzt machst du hier unten den Penner noch tot mit dem Messer. Den Säbel ist das, ne? Das ist doch wieder eine andere Waffe. Hat man noch gar nicht. Spiel, Satz und Tod. Gibt so einen geilen Effekt. Mhm. So, auf der Gun ist kein grüner Punkt, weil wir haben gewonnen. Jetzt kommt noch Arti, wenn der jetzt auf den schießt, ne? Okay, das geht. Der rutscht, glaube ich, nicht. Was passiert eigentlich, wenn man mit dem Jetpack den da jetzt runterschmeißt? Weißt du, weißt, was ich meine, oder? Und dann ins Minenfeld rutscht. Ja, das wäre... Der ist aber nicht ins Minenfeld gerutscht. Wo ist er denn? Kill ihn einfach jetzt. Wo ist er denn? Da steht er. Komm, schieß ihn ins Minenfeld. Oh, mit einem Schwert hätte sie. Okay. Runter. So, dann. Einmal zur Stelle, wo der Held war. Gott sei Dank. Und BÄM! BÄM! Was für ein Abschluss. Das ist eine Scheißmission.
Aber du hast es geschafft. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich beim zweiten Mal länger gebraucht habe. Tja. Aber dafür hast du es diesmal gut angestellt. Kein Fail in der zweiten Hälfte. Aber insgesamt wird zu viele Fails. Ja. Ach, vielleicht in der letzten Session, das schaffst du jetzt alles auf Anhieb. Die sind ja auch nicht mehr so schwer. Jetzt sind es, glaube ich, nur noch drei. Drei. Und die sind, die kannst du eigentlich alle auf beim ersten Mal schaffen. Du schwer sind die nicht. Dass dieser große Trupp, der ist relativ einfach. Ja. Mit den 15 Sekunden halt nur ist es. Ja, und dann dieses Wüstenlevel, da brauchst du dich immer nur in die Brücke stellen und die Orden halt einsammeln. Ich würde sagen, Dave wird zum Held. Yay. So, wollen wir mal kurz Statistik durchgehen hier für alle? 19 für mich, ja, 24 für den Malex, 15 für Dave, Dave muss aufholen, 19 für den Nico und 19 für den Dan. Ja, dann bin ich immer noch, also es wird schwierig, mich noch einzuholen. Ein Vierer-Kill von mir. Ja, aber ich werde ja auch noch welche töten, so ist es ja nicht. Für Dave wird's ganz schwierig. Er müsste 9 auf dich aufholen. Es wird zu viel. Ja, das ist schon ein bisschen sehr gewagt. Ja. Ja, mal gucken. Wir schauen. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Gerne wieder. Also ich denke mal, eine Aufnahmesession wird es noch sein. Das schaffst du. Da habe ich vollstes Vertrauen. Wir verabschieden uns. Jo, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.